Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paper Mario Origami King. In der letzten Folge haben wir Luigi wiedergefunden. Der ist jetzt allerdings auf der Suche nach einem Toilettenschlüssel. Und ich habe hier gerade schon ein bisschen mit meinem Hammer rumgespielt. Hab dann gemerkt, oh, man kann ja hier die Schirme hier auf und zu machen, wenn man gegen die Gegend schlägt. Habe ich hier gegen geschlagen und da kam dann plötzlich so ein Faltarmgedöns raus. Und das hat man, glaube ich, auch schon im Trailer gesehen. Hier haben wir natürlich dann auch noch so ein Teil, das wir einfach mal runterreißen können. Und ich hoffe, dadurch kommen wir eventuell oben aufs Haus rauf. Wie auch immer wir dahin kommen sollen. Denn da oben ist noch so ein blöder Gumba. Aber ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wie ich dahin komme. Also klar, aus der Tür da oben. Und dafür müsste ich halt hier im Haus irgendwie auf die andere Seite kommen. Ich dachte halt beim letzten Mal, dass wir da nur rüberkommen, wenn wir irgendwas richtig Krasses machen. Aber inzwischen glaube ich, dass ich das jetzt auch schon irgendwie machen kann. Ich muss nur irgendwas finden, glaube ich. Einfach mal alles hauen und gucken, was passiert. Ah, guck mal, man kann zum Beispiel auf dem Geländer hier rauf. Und jetzt kann man sich doch bestimmt da oben festhalten. Nee. Ah, beziehungsweise guck mal, da drüben ist so ein Sticker, den man abziehen muss. Und dann wird ja eine Brücke rübergehen. Weil so komme ich da auf jeden Fall nicht rüber. Obwohl, das war ganz schön knapp gerade. Bestimmt nicht so gedacht, aber das ging im Nintendo 64-Teil auch schon. Da habe ich das Spiel dann dadurch kaputt gemacht, indem ich worüber gesprungen bin, wo ich noch gar nicht rüber durfte. Und bei dem Nintendo 64-Teil war das dann so. Dann habe ich halt ein Rätsel gelöst dadurch. Und dann konnte ich das Spiel nicht mehr weiterführen, weil wenn ich danach dann das Rätsel gelöst hatte, wie es eigentlich passieren sollte, ja, hat das Spiel nicht mehr das gemacht, was es machen sollte. Und dann war alles kaputt. Das war nicht ganz so cool. Come on, ich will das jetzt schaffen. Geronimo! Nee. Mist, aber das ist so knapp, dass ich da nicht rüberkomme. Dann muss ich da, glaube ich, doch von der anderen Seite rein. Geht nicht mal. Okay, alles klar. Wisst ihr Bescheid? Da hinten ist halt auch noch so ein Shy Guy, den man auch noch irgendwie retten muss. Aber dafür müssen wir dann hier anscheinend erstmal einen besseren Hammer finden. Na gut, ich lasse das jetzt. Machen wir irgendwann später. Aber auf jeden Fall haben wir hier jetzt einen Weg frei. Oh, warte, warte. Wir können einfach hier die Kisten hoch, dann über den Kaffeeshop auf den Schirm und über den Schirm auf das Teil hier. Oh, ich bin ja doch schlau. Geil, jetzt kann ich hier das Teil abreißen. Was auch immer das macht. Mir eine Treppe gibt. Ich komme an die Kiste ran. Oh, nein, ich komme nicht an die Kiste ran, weil hier einfach zu ist. Das ist bestimmt wegen des blöden Gumba da oben zu. Blöder Gumba, du wirst jetzt halt... Moment, ich muss erstmal dein Teil hier wegmachen. So, sei doch traurig, ist mir scheißegal. Ich liebe es, wenn du traurig bist. Bitte stirb einfach. Dein Leben hat keinen Sinn. Und du sollst einfach verrecken. Tschüss. Oh, da ist ein gelber Schallgeld drin. Okay, hi. Ich werde digital zersparen. Naja, nur so viel. Ich bin ein Snippet und ich habe in diesem Gumba gesteckt. Hast du auch nur die geringste Ahnung davon, wie es da drin ist? Egal, nimm einfach das hier und versuch, mein entsetzliches Erlebnis zu vergessen. Ja, Schatz. Ein paar Münzen. Mach dir um dieses Geschenk keine Gedanken. Für mich ist es nur billiger Tant. Schließlich wurde dieses Anwesen mit dem Einnahmen aus dem höchst lukrativen Schnipselgeschäft erbaut. Wende dich vertrauensvoll an mich und ich werde dir die feinsten Luxusschnipsel verkaufen, die du jemals verstreut hast. Hä? Okay, bei denen kann man jetzt Schnipsel kaufen. Finde ich ein bisschen unnötig. Es sei denn, er hat wirklich Premium-Schnipsel am Start. Ja komm, 300 ist jetzt auch nicht wirklich viel. Komm, gib mal her. Ho, fang! Toll! Danke für die Schnipsel. Ja, konnte man einmal machen. Just for the lulz. Das ist schon in Ordnung. Ja, an den kleinen Gumba da unten komme ich, oder an den Scheiger komme ich trotzdem nicht ran. Und hier rein komme ich anscheinend auch nicht. Das finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig. Das heißt, ich muss doch von drin irgendwie nochmal da irgendwie reinkommen. But I don't know how. Dann wird das wahrscheinlich doch was mit dem Kisten an zu tun haben. Na gut, dann haben wir aber hier das erste Mal soweit auch irgendwie gerafft. Ist doch schon mal schön. Und dann werden wir jetzt unseren Weg zum roten Garn des Todes weiterführen. In die freie Welt von Paper Mario. Also jetzt geht das Spiel eigentlich erst richtig los. Eigentlich müssten wir auch relativ bald mal den ersten Boss sehen. Wo ich auch gespannt bin, was das für ein Typ ist. Ei, der Picknickpfad und nur für Chris. Hier, Konfetti, habe ich gerade für 300 gekauft, obwohl mein Konfettibeutel schon voll war. Boah, das ist ja ein Riesenloch. Also wenn das nicht irgendwas Geiles bringt, dann weiß ich auch nicht. Oh, ganze 10 Münzen oder so. Oh, und ein Toad. Hallöchen. Bitte, sagen Sie etwas. Oh, ich habe mich schon so lange in diesem Litter versteckt, dass ich ganz grün geworden bin. Moment mal, nein, das kann doch nicht. Okay, jetzt muss ich einfach fragen, ist das Luigi auch passiert? Bin ich der Luigi unter den Toads? Weißt du was?
Das wird jetzt mein Ding. Ich suche mir eine grüne Mütze, lass mir dein Schnurrbart wachsen und arbeite an meinem Grinsen. Und der Chris meinte, dass ich auch irgendwie eine Anzeige habe für diese ganzen Löcher, was ich aber nicht glaube. Oh mein Gott, hier sind aber ganz schön viele Löcher. Wow, hier ist ja total schön. Bunte Blumen, blauer Himmel und Sonnenschein. Also ich finde ja, es ist sogar so schön hier, dass wir anhalten und ein Picknick machen sollten. Nein, was rede ich denn da? Tut mir leid, Mario, hier ist es einfach so schön. Da hätte ich fast die Luftschlangen vergessen und all unsere anderen Probleme. Okay, das war sehr unnötig. Danke, Olivia, für diesen Einwand. Und wir machen alles heil. Ich habe kein Konfetti mehr. Ein Glück haben wir einen Gegner. Yeah, Schnipsel. Hä? Das waren jetzt aber auch nicht so viele lang. Das aber wenigstens für dieses Loch, nö. Mist, ich brauche mehr Gegner. Obwohl, man kann ja auch die Blumen einfach schlagen, ne? Scheiß Blumen, gebt mir eure Schnipsel. Ah, nein, ich habe sogar noch ein paar Schnipsel weggemacht. Ich habe nicht nur Leben verloren, sondern auch wieder Schnipsel weggemacht. So, das langt jetzt aber. Danke. Also bei sowas kann ich das verstehen. Das ist jetzt natürlich ein Item. Okay, nur ein bisschen Geld. Da mache ich dann die Löcher gerne zu, aber sonst bringt das, glaube ich, nicht so viel. Und das ist bestimmt tot. Das war so klar. Okay, alles, was sich bewegt, ist sowas von ein Toad. Also alle möglichen Insekten auf jeden Fall. Ach, ich bin geflogen. Jetzt kann ich nur noch flattern. Was süß. Ich flatter, bis ich fliege, was nur hab. Und was haben wir hier? Der ist ein böser... böser Origami-Shy-Guy. Noch einer. Ach, die falten hier die ganzen Toads tot, oder was? Mir wurde auch gerade von der Olivia gesagt, als ich eben gegen den Goomba gekämpft habe, dass ich jetzt tatsächlich mein Geld ausgeben kann, um die Toads im Publikum mir helfen zu lassen. Und dafür muss ich einfach nur Y drücken. Oder so. Hä, wieso geht das jetzt nicht mehr? Hallo, ich würde gerne die Toads. Hallo? Verstehe ich nicht. Irgendwie kann ich die Toads jetzt doch nicht zum Hilfe bitten. I don't understand this. Vielleicht haben die aber auch alle schon zu viel Geld. Oder... Nee, keine Ahnung. So, Toads sind gerettet. Mach mich nicht platt, das fühle ich mich als hätte ich super gerettet. Nein, hau nicht ab. Kleiner Toad. Na gut, um den kümmern wir uns später. Erstmal... Oh, der sieht aber wütend aus. Ach nee, ich habe das ganze Picknick verpasst. Tschüss. Gerne habe ich dich gerettet. Oh, ich hoffe, dass zumindest noch etwas Kartoffelsalat da ist. Und was hast du noch zu sagen? Ich wollte gerade ganz friedlich mein Picknickdeck ausbreiten, als ich zusammengefaltet wurde. Danke für die Rettung, Mario. Die sind schon süß und hier ist auch noch ein Höhleneingang, sehe ich gerade. Aber ich muss hier erstmal den anderen Toad retten. Wo ist er denn jetzt hingehüpft? Naja, zum Picknick wahrscheinlich. Hey, plötzlich sind sie alle weg. Okay, schauen wir später. Ich finde es irgendwie witzig, wie wir den einen Fallschirm hier einfach umgekippt haben. Und jetzt schauen wir in die geheime Höhle rein. Die führt uns hier nach oben, die uns eine Feuerblume zumindest bringt. Das ist auch ganz nett. Oh, hör auf, hier rumzuhüpfen. Das gehört sich nicht als Toad. Nein, Quatsch, mach, was du willst. Ah, guck mal, hier kann ich anfeuern. Jetzt drücke ich Y. Das kostet 10 Münzen tatsächlich nur. Dafür ist aber auch nur ein Toad gekommen und der hat jetzt einen Typen angegriffen. Der ist ja toll. Man kann sich auch noch einen Tipp geben, habe ich gerade gesehen. Aber ich brauche doch keinen Tipp. Ich habe leider nur noch einen Zug. Oh, oh. Ich glaube, dann habe ich das jetzt gerade ziemlich falsch gemacht, muss ich sagen. Ich glaube, ich verliere jetzt Leben, wenn ich ehrlich bin. Kann ich das noch irgendwie heil machen? Ich glaube nicht. Na gut, dann packen wir hier noch einen Dreier hin. Wäre ich angegriffen. Okay, aber die Toads können dann einen tatsächlich nur anfeuern, wenn man noch nicht das Rätsel gelöst hat. Das ist ja ein bisschen interessant. Die sind aber nicht gestorben! Leute, das erste Mal, dass die Gegner nicht gestorben sind! Heftiger Kack. Und man sieht, wenn sie wenig Leben haben. Weil sie sich dann so krümmen. Zumindest bei den Shy Guys hier. Und ich glaube, wir haben auch noch nie gegen Shy Guys gekämpft, so, oder? Also nicht gegen diese Origami-Shy Guys. Wow, neue Gegner. Die auch gleich noch mehr aushalten. Also mehr als 8 zumindest. Wahrscheinlich genau 9, weil der eine ist ja gestorben. Bist du ein Gegner, Freund oder Gegner? Ah, Mario, ich wusste gar nicht, dass du auch auf Pilgerfahrt bist. Möchtest du auch dich hier hinter dem Panzer der Erleuchtung begeben? Nicht gut, nicht gut, gar nicht gut. Hey, 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 jetzt beruhig dich mal. Ist etwas passiert, das einfach nur nicht gut ist oder etwas, das schlecht ist? Schlecht, schlecht. Okay. Schauen wir uns gleich an, was das hier schön ist. In der Erleuchtung im Tempel des Erdpergamenton. Spenden, verehren, weiterspenden. Auf der rechten Seite.
Aber erst sehe ich da doch noch einen blauen Toad herumfliegen. Hier sind ganz schön viele Toads, muss ich gerade sagen. Hey, sieh dir da mal dieses süße Haus an, um das die Luftschlange meines Bruders geschlungen ist. Hallo ihr da drin in dem total süßen Haus, wir wollen euch helfen. Bewahrt einfach die Ruhe und wir kommen zurück, nachdem wir die Sache mit dem roten Luftschlangen abgewickelt haben. In Ordnung. So, fertig. Jetzt fühlen sich die Leute in dem Haus bestimmt besser. Bestimmt, du hast den Plan. So, aber erst mal den blauen Toad hier retten. Oh, ich kann nicht ewig so weitermachen, aber ich kann es versuchen. Ich finde das so witzig, dass die Schmetterling-Toads weiterhin so rumhüpfen. Uff, wer hätte gedacht, dass Freudensprünge so anstrengend sein können? Tja, und hier unten war noch ein anderer Toad. Ja, ich würde sagen, da oben geht es ja ganz offensichtlich weiter. Deswegen werden wir jetzt erstmal gucken. Oh, was ist das denn hier? Eine Röhre. Aber in die kommen wir jetzt gerade noch nicht rein. Wir gucken jetzt erstmal, was denn hier so Schlimmes passiert ist. Da. Wir sind jetzt, glaube ich, in Koopa Town. Da können wir noch nicht rein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier einen Koopa-Kompagnon bekommen werden. Oh, mega viel Geld. Merci. Dieser Toad da auf dem Tresen. Er denkt sich auch nur, oh, hallo. Bitte beachtet mich nicht. Ich bin einfach nur ein Toad in einem Tresen. Und wir werden natürlich auch den Toad da oben retten, wenn er schon hier so rumzappelt. Bin wie eine Katze und muss allen zappelnden Sachen hinterherjagen. Hey Mario, cooler Schwung mit dem Hammer! Oh, das ist sogar ein Abenteurer Toad. Oh, vielen Dank Mario. Aber wenn du es auf mein Vermögen abgesehen hast, hast du den falschen Toad gerettet. Ich verkaufe aber edles, exquisites und extra günstiges Zubehör Toad Town. Schau doch mal rein! Wie lange könnte man den jetzt verfolgen, ohne dass er... Läuft er jetzt wirklich ganz zurück? Kann ich mir nicht vorstellen bei Nintendo, aber in Ordnung. So, und was ist hier denn so super Schlimmes passiert? Mario, es ist da etwas passiert, das gar nicht gut ist, schlecht sogar. Das Tor zum Erdpergamenton ist verschlossen. Niemand kommt mehr hinein, um es zu verehren. Das Tor öffnet sich nur, wenn sich alle 5 Panzerkugeln wieder an ihrem Platz befinden. Aber 4 von ihnen sind weg und der Typ da versucht ihn gerade in diesem Moment den 5. zu klauen. Wir würden ja versuchen, ihn aufzuhalten, aber du weißt schon, wir sind Koopas. Was können wir schon anrichten? Ihn ganz langsam anrempeln? Vertraut nur auf Mario. Ich springe auf seinen Kopf. Und dann läuft das. Alright. Ich habe auch letztes Mal viel zu kompliziert gedacht, habe ich gemerkt. Da hat mich dann der Jay darauf aufmerksam gemacht, dass ich das eigentlich viel einfacher machen könnte. Aber so bin ich über Leute. Das mache ich in Mathe zum Beispiel auch immer so. Den einfach darüber und auf der Seite genauso. Oder auch nicht. Aber ich habe doch nur noch einen Zug. Dammit, ich verstehe nicht, was ich machen soll. Kacke! Und die brauchen tatsächlich... Man muss 9 Schaden machen, damit die sterben. Okay, ich greife sie jetzt einfach trotzdem nochmal an, weil sonst greifen mich gleich 7 Shy Guys auf einmal an und dann bin ich natürlich mega tot. So, jetzt greifen mich zumindest nur 4 Leute an. Die machen auch viel Schaden. Oh, oh. Also jetzt? Was? Die machen einfach einen Turm? Was geht jetzt ab? Ach du Scheiße, ey. Die machen natürlich mega viel Schaden. Und die teilen sich diesmal auch nicht richtig an. Also die teilen sich zum Glück so auf, dass man sie noch richtig anordnen kann. Aber so richtig viele Leber habe ich trotzdem nicht mehr. Okay, also es wird jetzt ein bisschen schwerer. Das wurde nämlich auch von euch in den Kommentaren gesagt, dass der Anfang die Kämpfe sehr, sehr einfach sind und sehr, sehr langweilig, habt ihr es, glaube ich, genannt. Klar, wenn alles wanted ist, dann kein Wunder. Muss ich mir doch mal in der Aufnahme angucken, was ich hier jetzt falsch gemacht hatte. Boah, solche Macht habe ich seit diesen einer Doku über das Erdpergamenton nicht mehr gesehen. Oh, jetzt schaut doch nicht so betrüppelt. Ich bringe euch eure Panzer wieder. Oh, es fehlen noch 4 Panzerkugeln. Ohne sie kommen wir nicht in den Tempel des Erdpergamenton. Leider auch gar keine Leben mehr. Kann man sich irgendwo heilen? Außer... Nee, ne? An den Speicherpunkten heilt man sich nicht. Okay. Man kann irgendwo wahrscheinlich schlafen, aber so richtig heilen tut man nicht. Da muss man also tatsächlich in der Overworld so einen Pilz einsetzen. Oh, der heilt einen auch voll. Okay, das ist gut zu wissen. Haben wir den auch mal eingesetzt. Und Faltarm-Action. Ich liebe ja die Faltarm-Action. Greifen. Schlag. Oh, hallo kleiner Toad. Kommen Sie bitte runter. Oh, könnt ihr es glauben? Wir sind gerettet. Oh, das sind gleich mehrere. Lasst uns Mario unterstützen. Ach du Scheiße, wie viele war das denn? Nicht vergessen, Y drücken. Bitte frisst den Toad nicht auf. Das ist ja brutal hier. Das Spiel ist richtig brutal, Leute. Lassen Sie den Toad in Ruhe. Er ist nicht zum Fressen da. Obwohl er... Na, ist ein Pilz, ne? Ist wahrscheinlich ziemlich nährreich. Sorry, dass ich euch eure Nahrung wegnehme und euch jetzt sogar einfach vernichte. So, genau sowas war das auch beim letzten Mal. Da habe ich viel zu kompliziert gedacht, sondern man kann den ja auch einfach da so reintun. Und ich habe die erstmal auf die andere Seite geduddelt, um ihn dann da reinzupacken.
Also danke, Jay, fürs Aufmerksam machen. Oh. Dreimal tatsächlich A im richtigen Moment gedrückt. Bisschen stolz bin ich ja da schon auf mich. So, kleiner Toad, auch du bist gerettet. Heute ist die große Toad-Rettungsaktion. Oh, wenn ich mich vorhin nicht ausgerüstet hätte, hätte ich mich nicht so zusammengeknüllt. Oh, aber wieso ist da ein Stein schon gemacht worden? Das war so klar. Oh mein Gott. Was kriege ich hier? Was bringt mir das? Bringt mir das überhaupt irgendwas? Hallo, kleiner gelber Toad. Oh, nein, sorry. Okay, das war's anscheinend schon. Sogar der fucking Schwan war einfach ein Toad. Hi. Oh, ist das nicht gerade wirklich passiert? Ich kann nicht mehr schwimmen! Ja, gern geschehen. Alter. LOL, sogar da! What the fuck? Ich hab. Okay, man muss wirklich alles anhauen. Warum ist dahinter ein Toad? Oh, wo hast du gewusst, dass ich hier bin? Ich hätte fast nicht bemerkt, dass ich hier bin. Das ist witzig, aber macht einen auch sehr paranoid, dass einfach überall Toads sein können. Vor allem, man kriegt ja einfach im Gebiet erst mit, dass man alle Toads gefunden hat. Dann kommt ja erst irgendwo so eine Anzeige. Wenn man das nicht, also nicht, nach jedem Toad kommt nicht so eine Anzeige, dass man dann jetzt bei 70% ist oder sowas, sondern erst, wenn man alle hat. Und ich sehe da eine Kiste. Wie komme ich an diese Kiste ran? Ich habe eine Vermutung, und zwar, dass man das Ding hier einfach umdrehen muss. Okay. Hey, willst du quatschen? Na dann hör mal, dort in dem Haus, da wohnt ein komischer Toad, wirkt gerne an Sachen rum. Viel Glück, wenn du mit ihm reden willst, mit dieser roten Luftschlange ist da kein Reinkommen, siehst ja selber. Hä, doch, das Ding muss man hier bestimmt umdrehen und dann kriegt man hier Faltarme und dann kann man... Naja, weiß ich auch nicht. Huch, wo kommt dieser Toad schon wieder her? Ist der gerade vom Baum gefallen? Die sind hier überall! Hey, so bekommt man das Sachen aus Bäumen wieder runter! Ich werde daran denken, wenn ich das nächste Mal Drachen steigen lasse! Ah, das ist so komisch. Mann, ich hab's dir doch gesagt. Da wohnt ein Toad, der ein bisschen komisch ist. Macht ständig irgendwelche Sachen. Viel Glück, in das Haus überhaupt reinzukommen. Ich schätze, der wäre längst rausgekommen, wenn's möglich wäre. Gut, aber wer wohnt denn da? Vielleicht steht ja was in seiner Post drin. Seine Post ist natürlich auch ein Toad. Oh, danke, Mario. Toll, wie ich das hier schon vorher geschrieben hab, oder? Oh mein Gott, das sind alles Toads. Nenn mich Retro, aber ich setze noch auf FIFA aus Papier. Oh mein Gott. Toll, jetzt kann ich meine Oma anrufen. Danke, Mario. So, und was steht in dem Brief drin, den ich eigentlich lesen wollte? Oh. Danke für deine Mühe. Dank dieser Erfindung fand ich sogar mich selbst. Hä? Ich bin mehr als verwirrt. Mehr als verwirrt. Oh, ein Gumber. Okay, hi. Okay, das sieht interessant aus. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Also D, okay, das sieht sehr einfach aus. Okay, never mind. Ich dachte, das wäre mal ein bisschen krasser, aber nope. Kommen da jetzt endlich Leute raus? Nee, das war nur der eine. Tja, ein verrückter Wissenschaftler also. Vielleicht wohnt er ja... Ach nee, ist ein Toad, ne? Nee, dann egal, was ich sagen wollte. Oh, da, guck mal, ein riesiges Loch und da drüber ist ein roter Toad. Ob das der Hausbesitzer ist, könnte ich mir sogar gut vorstellen. Ah, zeig mal. Who are you? Ich komme gar nicht ran, gell? Ah, kommt einfach runter. Das ist ja nett von dir. Schon wieder so ein Wütender. Oh, das ist ja fast so gut wie Fliegen. Fast. Hm. Und hopp, ha, siehst du, ich fliege, wenn auch nur für sehr kurze Zeit. Ich finde die sehr witzig. Tja, ich weiß weder, wer da wohnt, noch weiß ich, wie ich ihn befreien soll oder sonst was. Ach, jetzt sind wir hier. Da, oh, das habe ich auch im Trailer gesehen. Hallo, kleiner Fuchs. Ich weiß, du bist der Toad und hier ist ein Pfeil, der nach oben zeigt, was das wohl zu bedeuten hat. Au, au, au. Wieso kann der Toad mich einfach anbellen? Okay, ich lass dich ja in Ruhe. Ich weiß aber schon, dass du ein Toad bist. Aber gut, dann halt nicht. Und auch in diesem Baum war wieder ein Toad drin. Wer hätte es gedacht? Ist das jetzt bei jedem fucking Baum so? Oh, klappst du gegen Bäume? Oder nur gegen meinen? Natürlich nur gegen deinen, weil du bist mir der liebste Toad von allen. Guck mal, hier ist sogar so einen Zieleinlauf von Mario. Und hier steckt auch noch ein Toad. Hallöchen. Oh, danke Mario. Also diesen Abschlag habe ich ziemlich in den Sand gesetzt. Witzig. Ich hatte schon befürchtet, dass sich meine Rettung im Sand verläuft. Einfach nur für diesen Gag haben sie den da reingepackt. Einfach nur deswegen. Okay, ich kann mir doch bestimmt auch irgendwas einlochen, oder? Oh, ah! Du bist gar kein Toad! Du hast mich reingelegt! Ich will nicht gegen dich kämpfen. Gegen fiese, miese Toad-Ausgeber mache ich nichts. Oh, man kriegt tatsächlich, wenn man alle Löcher füllt, auch etwas. Okay, Chris hatte recht.
Sorry, dass ich an dir gezweifelt habe, Chris. Man muss auch alle Löcher auffüllen. Weiß ich Bescheid. Okay. Aber wo kriege ich denn jetzt noch irgendwas Rundes her, was ich da reintun kann? Das ist garantiert nicht einfach so hier, diese Flagge. Da kann man bestimmt noch irgendwas machen. Nur was? Bist du auch ein Tod? Du bist auch ein Tod. Heutige Bio-Lektion, Pilze findet man überall! Habe ich auch gemerkt. Auf jeden Fall in diesem Picknick-Gedöns hier. Oh, dann ist da bestimmt auch einer, ja. Zwar noch verkleidet als Schmetterling, aber immerhin. Hui, jetzt bin ich frei und kann den Flugfreudesprünge machen. Machst du mit? Ja. Yeah. Wenn ihr eine Idee habt, was man hier machen könnte, sagt mal bitte Bescheid. Dann werde ich nochmal... Nevermind, Leute. Nevermind, ich habe selbst rausgefunden. Da waren ein paar Vierecke auf dem Boden und jetzt kann ich da einfach ranspringen. Das ist tatsächlich so eine Mario-Flagge. What? Ja, eine Toad-Explosion! I love it. Und sogar die typische Mario-Musik. Sie sind einfach überall. Überall! Kriegt man ja. Das ist ja fast so schlimm wie bei Animal Crossing mit dem Oster-Event. Überall war diese Eier und hier sind überall Toads. Und ich glaube, ich habe inzwischen raus, wie man das mit dem Hammer macht. Denn der hat mehrere rote Stufen. Guck, jetzt habe ich nämlich so einen 14er Schlag gemacht. Aber ja, er hat diesen blauen Bereich, dann macht er den wenigsten Damage. Dann hat er so einen roten Bereich, wo nur zwei rote Dinger sind. Dann macht er halt ein bisschen mehr Damage. Und dann hat er noch einen zweiten roten Bereich, wo er den meisten Damage macht, wo dann Mario auch so ein Salto macht, quasi. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe anscheinend noch nicht alle Toads gefunden. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass der Fuchs, Wolf, was auch immer das da darstellen soll, der letzte Toad ist. Ja, jetzt halt die Klappe, du blöder Hund. Wuff! Ich meine, wuff mal Stückchen! Ich meine, komm mal zum Kampfstudio und wuff mal Stückchen! Ich meine, mir gehört das Kampfstudio in Toad Town! Komm doch mal vorbei! Es ist direkt neben dem Museum! Was denn? Du bist den ganzen langen Weg von Toad Town hierher gekommen und jetzt gehst du wieder zurück? Ja, außer du kennst eine Abkürzung. Die Röhre auf dem Panoramabär könnte vielleicht eine sein. Ich bin wohl etwas aus dem Rutsch gekommen, also mache ich mich besser auf dem Rückweg. Wir sehen uns im Kampfstudio. Wuff, wuff. Süß. Oh, ich sollte noch erwähnen, dass gerade eine Bonusaktion für neue Mitglieder läuft. Und das bedeutet Geschenke. Wuff. Ah, wieso finde ich die denn so witzig? Das geht richtig auf meine Stimme, diese blöden Toads zu synchronisieren. Aber ich finde sie trotzdem alle so knuffig und witzig. Ein Geschenk? Toll, Geschenke sind umsonst. Wir müssen uns unbedingt jetzt das Studio von diesem Toad ansehen, Mario. So viele Sachen, die man hier machen kann. Und das war anscheinend nicht der letzte Toad. Mist, wir müssen hier noch irgendwo einen Toad finden. Ich meine, einer ist natürlich im Haus noch drin. Ich werde jetzt alle Löcher schlagen, damit das klar ist. Oh, da kommt sogar noch mehr raus. Statt Blöcke, die mehr Münzen haben, sind das jetzt... Oh. Sind das jetzt Löcher? Und da ist auch noch eine Toad-Rolle drin. Yay. Oh, hoffentlich hattest du keine Schatzkarte oder Schriftrolle mit uralten Geheimnissen erwartet. Ach, du bist viel besser, kleiner Toad. Du bist viel besser. Ich habe leider auch schon gesehen, dass es an den Wänden auch solche Dinger gibt. Aber da komme ich gar nicht ran, oder? Mit dem Hammer? Nee. Tja, das ist jetzt natürlich... Oh, es geht doch. Aber wie komme ich da jetzt ran? Einfach rausschlagen? Ah ja. Oh mein Gott, die sind einfach überall. Klasse! Ich wusste doch, dass irgendwann irgendjemand vorbeikommen würde, der das Bedürfnis hat, alles mit einem Hammer auf Platz zu klopfen. Das war immer noch nicht der letzte. Ah, es gibt hier viel zu viele Toads. Gut, dann haben wir nur noch ein Löchchen, das wir hier einmal kaputt machen müssen. Da sind sogar gleich mehrere wieder drin. Tachchen, Tachchen, Tachchen. Schön, dass es euch gibt. Oh, da ist noch einer drin. Pardon, pardon, ich wollte dich nicht vergessen. Aber du bist ganz schön schwierig, da rauszuholen. Oh, ich bin der Letzte. Das ist hoffentlich keine Enttäuschung. Oh, ich meinte nur, dass ich der letzte Toad bin, der in dem Loch aufgerollt war. Ansonsten gibt es noch ewig viele von uns zu finden. Schwachkopf. Aber hier ist noch ein Loch. Okay, mit irgendeiner Wanze oder so. Bisschen eklig. Ah, die Sonne, der Himmel, die frische Luft, ich bin frei. Hast du irgendeine Ahnung, wie miefig es da drin war? Ich werde hier so lange stehen, bis ich wieder ausgelüftet bin. Das war tatsächlich irgendeine eklige Wanze. Ja, aber oh. Leute, ich bin so schlau, das ist ja unfassbar. Ich bin hier einfach runtergegangen. Unbelievable, wie klug ich manchmal bin. Ja, jetzt komm her, du gelber Toad. Ich weiß ganz genau, was du vorhast. Das ist wie dieses eine Spiel, wo man den... Muss ich den jetzt wirklich schlagen? Oh, warte, ich habe eine Idee. Ich mache das letzte Loch zu. Okay, ich glaube, ich war zu langsam. Ich mache erst alle Löcher zu und dann schlage ich ihn. Funktioniert nicht. Hey, was soll ich denn jetzt machen?
Okay, warte, ich habe eine andere Idee. Ich lasse ein Loch offen, dann vertreibe ich ihn und dann... Nee. Hä? What the fuck? Tja, wie mache ich das mit dir? Kann ich das irgendwie mit Konfetti stopfen? Nee. Hey, what the fuck? Was willst du von mir? Okay, anscheinend bin ich doch nicht so klug, wie ich dachte. Ah, jetzt sehe ich es. Okay, ich muss alle Löcher wegmachen. Außer die beiden Löcher da unten. Weil die sind am nächsten dran. Und wenn ich ihn jetzt da wegmache, dann kommt er halt auf der anderen Seite raus. Oha! Da muss ich aber doch tatsächlich ein bisschen nachdenken. Ach, du warst das! Ich hätte es nie so schwierig gemacht, wenn ich das gewusst hätte! Hier, lass es mich wieder gut machen! Ja, dein Gold kannst du dir sonst wohin stecken, den brauche ich nicht. Das habe ich im Boden gefunden, so ganz nebenbei! Vielleicht sind die Metalldetektoren ja gar keine so üble Idee! Tja, aber das war jetzt auch immer noch die letzte. Wie viele Toads gibst du dir bitte? Tja, dann gibt's glaube ich nur noch diesen einen Weg hier. Den gucken wir uns aber dann beim nächsten Mal an. Dann war das heute eine Finde-den-Toad-Folge. Ich hoffe, es war nicht allzu langweilig. Und ja, was dann hier oben auf dem Berg drauf ist und wo dann dieses rote... Ich sag's immer Garn, aber es ist eine Luftschlange oder so, ne? Wo die hinführt, sehen wir dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis zum nächsten Mal und tschüss.